So, wem sollten wir jetzt nochmal da Bericht erstatten? Dreckwäsche. Direktor Kastoll Bericht erstatten. Ist der im Keller oder ist der hier oben? Nicht im Keller. Im Keller ist es bei der Todesfeuergesellschaft. Aber ich glaube, er ist oben, weil hier ist das Büro des Gouverneurs. Der Direktor müsste oben sein. Jo, das ist das Büro des Direktors. Ja. Do you suppose Hasongo was a kind of vengeance for Rawatai's assistance with the Godhammer? Könnte Hasongo eine... Oh, listen to me. It all sounds perfectly mad. Könnte Hasongo eine Art Rache gewesen sein? Für Ratas Hilfe mit dem Götterhammer? Ach, was rede ich da? Das klingt vollkommen verrückt. Ich habe mich um die Sache im Badehaus gekümmert. What did you discover? Perfetto, was hast du herausgefunden? Quano verkauft Schwarzpulver und Waffen an die Principi. That is worse than I suspected. Please explain. Spare me no details. Diverus, das Schlimmste, das ist schlimmer, als ich vermutet hatte. Bitte erkläre es. Lass keine Einzelheiten aus. Quano schmuggelt Kriegsgerät der königlichen Todesfeuergesellschaft. Tona plant die Waffen der königlichen Todesfeuergesellschaft gegen einen Konvoi der walirischen Handelsgesellschaft, der leuchtende Adra transportiert, einzusetzen. Nehmen wir erstmal das erste. Ein interessanter Plan. Wir können vor Glück sagen, dass du davon Wind bekommen hast. Tona plant die Waffen der königlichen Todesfeuergesellschaft gegen einen Konvoi der walirischen Handelsgesellschaft, der leuchtendes Adra transportiert, Madiko. Einzusetzen. Our convoy routes are meant to be a well-guarded secret. I might as well have sent the Principi a letter. Matiko, die Routen unseres Konvois sollen eigentlich ein gutgütiges Geheimnis sein. Ich hätte dem Principi genauso gut einen direkten Brief schreiben können. That das ist alles. To work with. Agrisima, I do believe I'm going to ruin Quarno's day. Damit kann ich arbeiten, Agrisima, Hagrim. Ich glaube, ich vermiese dann Quarno... Tag. I do have another matter I could use your assistance with, Watcher. If you have a moment. Es gibt noch eine andere Gelegenheit, bei der ich deine Hilfe brauchen könnte, Wächter, wenn du einen Moment Zeit für mich hast. Was It brauchst concerns du? A business associate, a captain by the name of Ferrante. Toll. Es geht um einen Geschäftspartner, einen Kapitän namens Ferrante. He's something of a notable figure among the Principi, I'm told. Ich habe mir sagen lassen, dass er eine große Nummer unter dem Principi sei. Du nimmst dir also Quano zum Vorbild? Moment mal, du arbeitest mit deinem Principi-Kapitän zusammen. Sprich weiter, nehmen wir mal die Eins. Believe me, the irony is painful. Still, I think there is a clear difference. Quarno sought to improve his own fortunes, whereas this I do for the company. Glaub mir, die Ironie ist mir schmerzhaft bewusst. Dennoch denke ich, dass es hier einen großen Unterschied gibt. Quano wollte lediglich sein eigenes Vermögen vergrößern. Ich dagegen tue es für die Gesellschaft. Captain Ferrante will have the details. But the matter concerns a contact of his on the island of Crookspur. Weder die Sklavenhändler, Kapitän Ferrante wird genaueres wissen, aber die Angelegenheit dreht sich um einen seiner Kontakte auf der Insel. Apparently they're having some trouble out there with the hostile tribe. You help them. Ferrante helps the company. You've proven resourceful. You make the logical choice. Offensichtlich haben sie da draußen Probleme mit einem feindseligen Stamm. Wenn du ihnen hilfst, wird Ferrante der Gesellschaft helfen. Du hast sie jetzt, finde ich, erwiesen. Du triffst die logische Wahl. Sehr verkneift die Augen zusammen, blickt zwischen dir und dem Direktor auf dem Fußboden hin und her.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach diesem Kapitän Forante. Das ist ja nicht gerade viel. Du hast doch da. Da ist doch etwas, was du mir verschweigst. Raus mit der ganzen Wahrheit, Castor. Du machst mich nervös und das ist gefährlich. Da ist doch etwas, was du mir verschweigst. I would not normally enter into such packs with the likes of Ferrante. The company's assets are in some disarray. Our resources are not what they once were. Ich? Normalerweise treffe ich keine Absprachen mit dieser Art mit Leuten wie Forante. Die Vermögenswerte der Gesellschaft sind ein wenig in Unordnung. Unsere Ressourcen sind nicht mehr das, was sie mal waren. It is a shameful state of affairs, but I am doing what I can to remedy the situation. Dies sind beschämende Umstände, doch ich tue mein Möglichstes, um alles in Ordnung zu bringen. You'll find Forante in Dunwich. Dunwich is a, well, a den for pirates, as you might imagine. You'll likely be in less danger there than on the sea, but all the same, I recommend extreme caution. Du willst voran den Stauholz. Stauholz ist, naja, ein Piratennest, den du bestimmt vorstellen kannst. Du wirst doch wahrscheinlich sicherer sein als auf See, aber trotzdem, ich rate dir zu äußerster Vorsicht. Level up für Tekeo. Und jetzt haben wir hier bei der Handelsgesellschaft Gleichgesinnte. Direktor Castor verfügt über eine Kontaktperson unter dem Principi Kapitän Forante. Unter dem Principi Kapitän Forante, die offenbar in der Lage ist, valianische Handelsinteressen auf der Insel Krummsporn voranzubringen. Direktor Castor bat mich nach Stauholz zu singen, um mich dort mit Kapitän Forante zu treffen, um eine vertrauliche Angelegenheit zu besprechen. Offenbar überschneiden sich in diesem Fall die Interessen der Handelsgesellschaft mit denen der Principi. Kapitän Forante hält sich in seinem Zufluchtsort für Principi auf. Stauholz. Hm? Oh, Tekeo hat sogar was zu sagen. Erstmal aber sein Level ab. Machen wir das so. Ein Punkt. Brandschaden für Feinde wäre nicht schlecht. So singt dann im beißenden Winde von Alt-Nari. Klingt auch nicht gerade unverlockend. Was ist das? Löst den Effekt aus, der Gegner der Bereich rein Schaden zufügt. Diejenigen, die den Tunnel lassen, können explodieren und verursachen Zersetzungsschaden an Gegnern in der Nähe. Das klingt nett. Das wird genommen. So, dann hören wir uns noch an, was Tekeo zu sagen hat. Ganz schnell. Tekeo schüttelt den Kopf und scheint sich unsicher zu sein, worauf er seinen Blick werfen soll. Er atmet schwer ein und seine Atemzüge pfeifen in seine Nase. Willst du reden? The Watershapers were keepers of the past. Our connection to the ancestors. Für meinen Stamm waren die Wasserformer die Wärter der Vergangenheit, unsere Verbindung zu den Vorfahren. Seine Stimme wird eindringlicher, was er nicht zu bemerken scheint. How the Guild heaped praise on Ngati's Chosen. How they congratulated themselves for acquiring me, I say. Oh, wie die Gilde den auserwählten Gardis mit Lob überschüttete, wie sie sich selbst dafür gratulierten, mich bekommen zu haben, sage ich. My cage was a gilded one. Their dragon, he was not so lucky. Mein Käfig war vergoldet, ihr Drache hatte weniger Glück. Ich weiß, was du meinst, sie haben euch beide benutzt. Ich weiß nicht, ob ein geknechteter Drache ein ebenwürdiger Vergleich ist. Denkst du nicht, dass du diese Sache unverhältnismäßig aufbläst? Du jammerst über das Gehabe der Gilde, du warst daran beteiligt. Ich habe genug gehört. Ich weiß nicht, ob ein geknechteter Drache ein ebenbürtiger Vergleich ist. Nehmen wir mal die 1. The Guild teaches a likeness of Ngati's art. For shame. But they posture before outsiders like masters of old. Die Gilde lehrt etwas, das Ngatis Kunst bestenfalls Ähnlichkeit ist. Eine Schande, aber sie posieren von Fremden wie die Meister einer alten Kunst, wahrscheinlich Vorfremden. Er erhebt einen zurechtweisenden Finger und atmet schwer. To inspire the world with Ngati's gift. This is my calling. Die Welt mit Ngatis Gabe inspirieren, das ist meine Berufung. Die Gilde verdient dich nicht. Das Wasserform wahrt im Frieden, egal wie sehr sie sich über die Jahre ändert. Die Gilde braucht dich nicht mehr, als du sie brauchst. Geh deinen eigenen Weg. Der Kataka braucht deine Stärke. Sorge dafür, dass die Gilde das bedenkt. Ich habe genug gehört. Nehmen wir wirklich mal die 4. None of this changes how I feel when I practice the forms. Like swimming over an ocean trench, I say. Nichts davon ändert, wie ich mich fühle, während ich die Form übe. Als ob man über einen Tiefseegraben schwimmt, sage ich.
Er verschränkt die Arme vor der Brust und seufzt. That Pariki twisted my art into a perversion, an echo of what it should be. Aber Pariki hat meine Kunst zur Perversion verdorben, ein Schatten dessen, was sie sein sollte. The guild must change for the Hoanna to grow. I say that as Ngati's message delivered through her son's mouth. Die Gilde muss sich ändern, damit die Hoanna wachsen können. Ich sage, das ist Ngatis Botschaft, überbracht durch den Mund ihres Sohnes. Was hast du vor, dagegen zu unternehmen? Ich werde eine Änderung herbeiführen, die seit den Tagen unserer Vorahnen nicht gesehen wurde. Die Hero reibt sich das Kinn und denkt nach. Our legends speak of the covenant with Ngati, one that defined the tribes for generations. Unsere Legenden sprechen von einem Pakt mit Ngati, einer, der die Stämme über Generationen hinweg geprägt hat. The ancestors gave her unwavering devotion, and she gave them a gift. Die Vorfahren widmeten ihr ihre unerschütterliche Hingabe und sie schenkten ihnen eine Gabe. Sie schenkte ihnen eine Gabe. Die Kyo seufzt und schöpft eine Hand von Wassertröpfchen aus der Luft. Sie formt etwas, das grob an einen Seeteufel erinnert. Losing Ukaizo severed our connection to the gods. Over time, their gifts diminished. Als wir Kaiser verloren haben, wurde unsere Verbindung zu den Göttern getrennt. Mit der Zeit verschwanden ihre Gaben. Der Seeteufel dreht sich auf den Rücken und löst sich in Dunst auf. The tribes have never needed Ukaizo more. With Ngati's blessing, I would bring Ukaizo to them. Die Stämme haben Ukaizo noch nie so sehr gebraucht. Mit den Ngati's Segen würde ich Ukaizo zu ihnen bringen. Sag mir mal, was du darüber weißt. A city, a dream, the best of our people. Before Cataclysm buried it under ash and waves. Eine Insel, eine Stadt, ein Traum. Das Beste unseres Volkes, bevor Katastrophen es unter Asche und Wellen begruben. Others call it the heart of the Hoanna Empire. More still, call it home. Andere nennen es das Herz des Hoanna-Reiches, wieder andere nennen es Heimat. Was erwartest du, auf Ukaizo zu finden? Bleached bones of the past? Lewd sculptures? Die bleichen Knochen der Vergangenheit, lüsterne Skulpturen? No one knows what the Hoanna left behind. And there is little enough for us to guess by. Ja, ich weiß, was die Hoanna zurückgelassen haben, und es gibt nur wenig Wissen, mit dem wir spekulieren können. Ngati hat ihr das Wasser Formen geschenkt. Kara, talent like mine was once effortless, I say. Our birthright as Hoanna. Kara, Talente wie meine sind uns früher einfach in den Schoß gefallen, sage ich. Sie waren unser Geburtsrecht als Hoanna. Er streift seine Haare zurück. Als er seine Hände wieder runternimmt, sind sie nass. Our ancestors could raise islands or divide the seas. No warship could stand against us. Unsere Ahnen konnten Inseln anheben oder die Meere teilen. Kein Kriegsschiff konnte sich uns widersetzen. Now only a fraction of us remember. Nur ein Bruchteil von uns kann sich daran erinnern. Er runzelt die Stirn und treibt dabei seine Handfläche trocken. Also bist du entschlossen, die Insel zu finden. Kara, but sometimes I wonder if we lost the covenant for a reason. And if Ngati's chosen, should choose his own path. Okay, aber manchmal frage ich mich, ob es einen bestimmten Grund dafür gibt, dass wir den Pakt verloren haben und ob Ngati's Auserwählter seinen Pfad selbst wählen sollte. Tikio seufzt. Whatever we find, what better crew than friends to find lost Ukaizo on treacherous seas? Akira? Was wir auch immer finden mögen, gibt es eine bessere Besatzung als eine, die aus Freunden besteht, um auf heimtückischen Wellen das verlorene Ukaizo zu finden. Ikea erwischt sich mit seinem Arm durch die Luft und grinst. Or we could visit the bathhouse for a nice quiet soak. Just a thought. Oder wir können das Badehaus besuchen und uns gemütlich einweichen. Nur ein Gedanke, er zuckt mit den Achseln. Palegina lächelt, da sie nickt Ikea halbherzig zu und zuckt mit den Schultern. If you be taking requests, a few more beautiful lads and lasses wouldn't hurt none. Provided they possessed a basic know-how of knots, navigation, cannon powder and such. Wenn du gerade Anfang annimmst, ein paar mehr Burschen und Mädels würden nicht schaden, solange sie das Grundwissen über Knoten, Schifffahrt, Kanonenpulver und solche Sachen haben. Seraphin zählt die Qualifikationen in seinen Fingern ab. Captain, you have let the handsome fish do all the talking. I needed this. Thank you. Captain, du hast den ansehnlichen Fisch die ganze Zeit reden lassen. Das habe ich gebraucht. Danke. Er gibt ein schweres Seufzen vor sich und schüttelt seine Arme aus, als die Ansperrung schwindet. Kein Problem, Tikio. Ich höre gerne zu, wenn der ansehnliche Fisch spricht. Wenn du weiterjammerst, werfe ich dich wieder zu den Teil, wo ich dich gefangen habe. Ja, nehmen wir mal die zwei. Eines von Tikios Haaren rutscht über sein Ohr. Mit einer sanften Bewegung streift er es zurück und räuspert sich. Ach, jetzt kommt das noch. Die Welt um dich herum wird dunkel und nochmal verlangt etwas nach deiner Aufmerksamkeit. So kommt Tikios Seele, die dem Gefühl hingeben. Mein handsome Fisch ist intimidated by his own potential. How upsetting for him. Mein hübscher Fisch ist von seinem eigenen Potenzial eingeschüchtert. Wie ärgerlich für ihn. Die Luft um dich herum fühlt sich dick vor Feuchtigkeit an. Ondra beugt sich auf ihrem Thron nach vorne. See the anxiety that takes shelter behind his confident smile.
Siehst du die Angst, die hinter seinem... Siehst du die Angst, die hinter seinem selbstbewussten Lächeln Unterschlupf sucht? Er trägt sie schon seit er krabbeln konnte. Sie hat aber eigentlich gesagt, seit er schwimmen konnte. But that would spoil the fun of Ukaizo. My final test with Juana. Ich könnte immer den Pakt in seine Träume einpflanzen, aber das würde uns den Spaß mit Ukaizo verderben. Meine letzte Prüfung für Juana. Help him to rise up from crawling. Help him to stand and walk as a man. As a god. Hilf ihm, sich vom Krabbeln zu erheben. Hilf ihm, zu stehen und zu laufen wie ein Mann, wie ein Gott. Ihre Präsenz zieht sich wie und wässrige Finger streifen sanft deinen Nacken. Still with us, Captain? I had no desire to bore you with my inane chatter. Noch da, Captain, ich wollte dich mit meinem dummen Schwatzen nicht langweilen. Die Kirche schmunzelt und betrachtet dich besorgt. Lass uns hier verschwinden. Gut, ich speichere jetzt, weil ich schon wieder viel zu weit überzogen habe. Und ich überspeichere einfach das hier. Also EP043 wird überspeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder.